Ja, hallo Malte, schön, dass du dir heute ein bisschen Zeit für mich genommen hast. Moin. Ich möchte mich mit dir über das Thema Kappa-Management unterhalten. Sehr gerne. Zunächst einmal, vielleicht kannst du erklären, was ist denn Kappa überhaupt? Ja, Kappa-Management oder Kappa ist eine Methodik, wird angewendet im medizintechnischen Umfeld, um Probleme zu lösen. Im Prinzip ist es eine Abkürzung für Corrective and Preventive Actions, Kappa, CAPA, und wird benutzt, um halt Qualitätsprobleme aus dem Weg zu räumen, vergleichbar mit einer 8D-Methodik aus dem Automobilbereich. Wie entstehen Kappas? Also der Hersteller eines Medizinproduktes ist aufgefordert, eine korrektive Maßnahme zu bringen, wenn im Feld beim Kunden ein Schaden aufgetreten ist. Das heißt, ich muss bestimmte Abläufe, also ich muss einen bestimmten Ablauf durchlaufen, vorgehende Methodik machen, um meinen Fehler erstmal zu untersuchen, wo kommt dieser Fehler her, um ihn dann abzustellen mit geeigneten Maßnahmen und nachzuweisen, dass der Fehler danach nicht mehr auftritt. Und was für Regeln unterliegt das? Medizintechnik ist ja ein sehr feiner Bereich, teuer, aber auch sehr staatlich gelenkter Bereich. Das ist erstmal eine Standardvorgabe im europäischen Raum aus der DIN EN ISO 13485, und im amerikanischen Raum hat die FDA Vorgaben gemacht, wie mit so einem Thema umzugehen ist. Also sehr stark reguliert und wird auch immer in jedem internen wie externen Audit oder bei einer Inspektion durch die FDA abgeprüft. Jetzt klingt das alles sehr strukturiert, sehr vorgegeben. Dennoch weiß ich ja aus Erzählungen, dass fast alle Unternehmen dort Schwierigkeiten haben. Wie entstehen diese Schwierigkeiten? Das Problem ist, dass die Unternehmen nicht stringent häufig Problem für Problem abarbeiten, sondern aus irgendwelchen Gründen auf das Wunder warten, dass morgen alle Probleme auf einmal gelöst sind. Hier geht es darum, dass jeder Mitarbeiter aus irgendeiner Abteilung sich einbringen muss, um wirklich an einer Problemlösung mitzuarbeiten. Das ist häufig das Problem, dass viele Menschen aus der Produktion, aus dem Entwicklungsbereich oder aus ähnlichen Bereichen denken, Kappa-Management ist Aufgabe der Qualitätsabteilung. Aber die Qualitätsabteilung kann die Probleme häufig gar nicht lösen, weil sie keine Fachexpertise haben, sondern das sind dann wieder die Leute, die aus der Entwicklung kommen oder eben in der Produktion arbeiten. Klingt so ein bisschen, als wenn da auch die Sensibilität des Management fehlt. Tatsächlich ist das häufig so, dass dem Management nicht klar ist, dass sie diese Aufgabe vornehmlich haben, obwohl das in Standards, in Vorgaben auch geregelt ist, dass das Management dorthin gucken muss, zum Beispiel beim Management Review, das regelmäßig stattfinden soll, üblicherweise einmal im halben Jahr, sind Kappas immer ein Thema, die auch durchdiskutiert werden. Dennoch gibt es eben das Phänomen, und ich denke, das ist psychologisch begründet, dass man vor Problemen gerne ausweicht und lieber über Erfolge redet. Ist es so der rote Faden, der sich bei allen Kunden oder bei überall dort, wo du Analysen zum Stand machst, widerspiegelt? Sagen wir so, wenn dieses Kappa-Management-System nicht in Ordnung ist, und das kann man relativ einfach feststellen, indem man die Anzahl offener Kappas zählt und schaut, was hat man sich vorgenommen, wann sollten sie geschlossen werden. Und gibt es welche, die nicht in der vorgegebenen Zeit geschlossen werden konnten, dann ist das häufig ein starkes Indiz dafür, dass irgendjemand in der Organisation nicht richtig sich um die Qualitätsprobleme kümmert. Ja, leider ist das so. Eine letzte Frage. Du hast eingangs den 8D-Report als Vergleich erwähnt. Es gibt ja noch PDCAs und andere Methoden. Wo ist da der Unterschied? Wo ist die Schnittmenge zueinander zum Thema Kappa? Also wenn wir das 8D nehmen, dann kann man sagen, sind die Schritte äquivalent, vergleichbar. Was wir in der Medizintechnik zusätzlich brauchen, ist eine Betrachtung des Risikos. Gibt es im 8D häufig auch, nicht bei allen Herstellern. Und ein PDCA ist ja ein kontinuierlicher Zyklus, der immer wieder angewendet werden soll und letzten Endes Improvements bringen soll. Beim Kappa geht es ganz klar darum, ich will eine Ursachenanalyse machen im Wesentlichen, um dann nachhaltig und für immer meine Fehler abzustellen, idealerweise. Ja, vielen Dank, Malte, für diese kleine Exkursion in den Bereich Kappas. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne, danke Rolf.